Für die 60 Jahre alte Fahrerin dieses Wagens kam am Dienstagmorgen nach einem Zusammenstoß mit einem Holzlaster jede Hilfe zu spät. Die Frau aus Warburg war mit ihrem Ford gegen 6.20 Uhr von Marsberg kommend auf der B7 in Richtung Westheim unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenspur geriet und dort gegen diesen Lastwagen prallte. Anschließend schleuderte der Wagen der 60-Jährigen rückwärts die Böschung hinunter. Die Fahrerin war vermutlich sofort tot. Der Lastwagen kam nach dem Zusammenstoß mit der Front des Zugfahrzeugs von der Bundesstraße ab. Der 53-jährige LKW-Fahrer kam leicht verletzt davon. An der Unfallstelle waren Notarzt und Rettungswagen sowie die Feuerwehren aus Marsberg und Westheim im Einsatz. Die Polizei forderte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einen Gutachter an. Er soll die Unfallursache klären. Die Bundesstraße blieb rund 6 Stunden in beiden Richtungen voll gesperrt.